Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Rendite-Mops-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung. Und wie angekündigt, startet mit diesem Video die kleine Reihe, die sich um das Thema dreht, welche Sets, die in diesem Jahr, also Ende 2020, End of Life gehen, also nicht mehr produziert werden, auf meiner Watchlist sind. Das sind zugegebenermaßen natürlich einige. Ich habe allerdings ein paar, die bei mir auf der Watchlist sind. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viel mehr gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich halt gerade bei diesen Sets, die ich euch hier vorstellen möchte, dass die Wertsteigerung oder die meiste Wertsteigerung haben werden. Ich gehe dabei nach zwei Gesichtspunkten oder Kriterien vor. Also mal abgesehen davon, dass ich natürlich überzeugt sein muss davon, dass sich das Set gut entwickeln wird, ist das eine, dass ich diversifizieren möchte. Das heißt also innerhalb von einem Bereich, in dem Fall in diesem ersten Video bis 50 Euro, also bis 50 Euro UVP-Sets. Wenn ich jetzt für mich herausgefunden habe, okay, ich denke, dieses Set wird sich am besten entwickeln, möchte ich trotzdem nicht alle Eier in einen Korb legen. Einmal, weil ich natürlich in den Shops mehr Auswahl anbieten möchte. Und das Zweite ist, dass ich natürlich im Vorfeld nicht genau wissen kann, ob meine Vermutung aufgeht und ich deshalb lieber etwas auf Rendite verzichte, dafür aber insofern etwas mehr Verteilung habe und dementsprechend etwas mehr Sicherheit sozusagen habe. Genau, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass ich gucke, einfach Opportunitätskosten, dass ich mir jetzt keine Sachen reinlege, wo ich denke, dass die eben eine wesentlich weniger Rendite machen als andere Sets. Das empfehle ich euch sowieso. Also solltet ihr jetzt nicht gerade über sechsstellige Vermögenswerte verfügen, die ihr in Lego zum Buy and Holden nehmen wollt, dann solltet ihr immer gut recherchieren, solche Videos wie das hier gucken, um eben zu schauen, wie kann ich mein Geld optimal einsetzen. Ja, und ich habe jetzt in diesem ersten Video geht es um Sets, die unter 50 Euro UVP sind. Wie ihr sicherlich wisst, das habe ich auch schon in einigen Videos gesagt, das ist jetzt nicht so ganz mein Favorite-Bereich. Das liegt einfach ein Stück weit daran, dass diese Sets ja prozentual natürlich zur Versandkosten ziemlich, ja, also die Versandkosten sind ziemlich stark gewichtet, gerade bei diesen Sets. Also bei 300 Euro fallen 6 Euro Versandkosten nicht so ins Gewicht wie bei 10 Euro Warenwert. Das ist fast praktisch der Warenwert gleich den Versandkosten. Ihr versteht, was ich meine. Nichtsdestotrotz, bei diesen Sets ist eben dadurch, dass ich sie halte, kommen wir natürlich über Werte, die bei 50 sind. Und es wird sicherlich nicht verwundern, dass sich in diesem Bereich Sets wiederfinden, die nahe bei den, eher näher bei den 50 Euro liegen als bei den 10 Euro. In diese Kategorie fallen natürlich auch beispielsweise Brickheads und dergleichen. Auch da gucke ich, wie sieht es aus, also wie hoch ist die Chance, dass ich überhaupt eine bestimmte Menge davon bekomme. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt ist zwar jetzt nicht zum diesem Ende, aber zum Halbjahr war Kylo Ren und der Sith Trooper Brickheads. Brickheads entwickeln sich prozentual immer sehr, sehr gut in der Vergangenheit. Das Set ist exklusiv bzw. teilexklusiv gewesen, aber man hat eigentlich keine große Menge dafür bekommen. Ja, also von daher suche ich immer auch Sets aus, wo man noch eine bestimmte Menge bekommen kann. Und wollen wir mal starten? Ich stelle euch vier Sets vor und sage euch dann auch meinen Favoriten. Aber wie gesagt, ich versuche da zwar eine Gewichtung innerhalb vorzunehmen, aber eigentlich alle irgendwie zu haben. Ja. Und das erste wird für einige, die sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, vielleicht eine Überraschung sein, nämlich das Las Vegas Architecture Set. Und ja, warum habe ich das reingenommen? Also diese Sets sind ja grundlegend ohne Minifiguren. Sie teilen sich eigentlich in zwei ja, Bereiche auf. Einmal in einzelne Gebäude, wie beispielsweise Freiheitsstatue, Empire State Building oder jetzt das Weiße Haus. Und in diese, ich nenne es jetzt mal Skyline. Ja, Themenwelt. Und
Pauschal kann man sagen, dass sich überwiegender Teil diese Skylines besser entwickelt haben als im Durchschnitt die einzelnen Monumente oder die einzelnen Gebäude. Was ein bisschen überraschend war, von daher man kann sich nicht sicher sein, ist, dass dieses Las Vegas Set und auch das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Shanghai Set, die beiden gehen end of life. Das Shanghai Set ist hier nicht dabei, weil das bei 59,99 UVP ist. Und die beiden Sets kamen 2018 raus, einmal Anfang, einmal ungefähr Mitte 2018. Es sind aber noch zwei Sets, die davor rauskamen, die nicht end of life gehen. Und das sind einmal das London Set, das kam nämlich 2017, und das New York Set 2016. Und das ist vielleicht auch mal ein Learning nochmal für einige von euch, dass eben Sets, die extrem gut laufen, auch manchmal länger im Handel verfügbar sind und man sich nicht immer pauschal darauf verlassen kann, dass, wenn man sagt, ja, 2 Jahre, ne? 2 Jahre ist halt der Durchschnitt, und von daher stellt euch vor, ihr hättet 50% in das New York Set von eurem gesamten Vermögen, weil ihr sagt, oh ja, ich habe ein Video von Markus gesehen, die entwickeln sich sehr, sehr gut. Jetzt packe ich alles in New York, das Set ist 4 Jahre alt, das muss ja jetzt End of Life gehen, dann hättet ihr jetzt echt die A-Karte gezogen. Ja, warum sind diese Sets so beliebt und wie kann man die anbieten? Also diese Sets lohnen sich grundlegend für, ja, innerhalb, also insgesamt als Sealed-Produkt, das heißt also im Karton, ist natürlich ein bisschen schwieriger vom Lagern her. Die meisten Kartons sind sehr schwarz gehalten, was natürlich edel wirkt, aber dementsprechend nach kurzer Zeit lagern haben sie dann eben so weiße Streifen drauf. Ja, ich habe 6-mal dieses Set und ich habe das zu 33% unter UVP bekommen und ich belasse es bei dieser Position. Kommen wir zu dem zweiten Set und hier haben wir den Podracer von Anakin. Das letzte Set der 20 Jahre Lego Star Wars Edition und das auch das unbeliebteste, wenn wir uns angucken, wie sich bisher die Sets entwickelt haben. Also wir haben ja jetzt zwei Sets, die auslaufen. Die letzten beiden Sets, einmal die Slave One, das größte Set von der 20 Jahre Edition und dann einmal hier den Podracer. Der Podracer, wie gesagt, man kann ihn hier sogar bei Lego noch 5-mal bestellen auf der Lego-Seite. Man konnte ihn teilweise 20-fach bestellen. Wenn man sich anguckt, wie die anderen sich entwickelt haben, ist es schon fast ein No-Brainer. Hier scheint es so, dass das Set nicht ganz so beliebt ist wie jetzt beispielsweise der Snowspeeder. Mag jetzt auch an der besonderen Minifigur liegen, mag an dem Podracer als solches liegen, also das. Aber ein Set, was für mich auch unter die Top 4 fällt, die ich von den End-of-Life-Sets, die dieses Jahr End-of-Life gehen, haben möchte. Und ich habe ihn tatsächlich auch 6-mal und habe die alle so um die 40% UVP bekommen und werde höchstwahrscheinlich, weil mittlerweile ist man auch da irgendwie bei ungefähr 20% nur noch UVP, werde diese Position auch nicht weiter aufstocken. Figurentechnisch, ja, brauche ich glaube ich auch nicht so viel zu sagen. Vor allem eben diese 1999 Collectors Edition Figur besonders interessant. Wie gesagt, momentan ist es das schwächste Set. Muss man einfach mal gucken, wie es sich entwickelt bei den 20 Jahre Lego Star Wars Set, wenn es dann nicht mehr verfügbar ist. Drittes Set ist das Quidditch-Turnier und ja, einer der ersten Sets aus der neu aufgelegten Harry Potter Serie, die war ja jahrelang eingestellt, ich glaube 8, 9 Jahre oder so, und jetzt kommt sie massiv wieder. Sogar jetzt im September haben wir eine GWP-Aktion. Wir bekommen die Winkelgasse als großes Direct-to-Customer-Set und Harry Potter erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Mal sehen, wie lange das noch so geht. Wir sind ja, auch wenn mit extremen, wie soll ich sagen, mit extremem Zeitverzug, sind ja jetzt die Sets auch bei Staffel 7
nicht bei Staffel 7, sondern bei der Film 7 sozusagen angekommen. 7 war es, glaube ich, also letzten Film angekommen. Mal sehen, wie weit das noch geführt wird und die Lizenz sozusagen genutzt wird und wann es dann wieder eingestellt wird. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein Set, was normalerweise 39,99 kostet. Wie ihr sehen könnt, Begrenzung, davon kriegt man tatsächlich nur noch 3. Man bekommt dieses Set, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, mit 20, 25% Rabatt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr das Höchste, was man jemals bekommen ist. Aber ihr kriegt hier für ein 40-Euro-Set, ein Lizenzthema, kriegt ihr 6 Figuren, von denen 4 exklusiv sind. Und das ist schon echt stark, ja. Also auch es gibt noch ein weiteres Set, aber wie gesagt, ich nehme ja hier immer die 4 Sets, die bei mir sozusagen im Blickfeld sind. Ja, und die Figuren sind jetzt noch nicht extrem viel wert, aber wie gesagt, 6 Figuren für 40 Euro, Wahnsinn. Das wünscht man sich manchmal bei anderen Nicht-Lizenz-Themen. Ja, und dieses Set habe ich tatsächlich noch nicht einmal. Werde es mir jetzt aber auch besorgen, wahrscheinlich auch so 6, 7 Mal, damit es eben zu den anderen aufschließt. Wie gesagt, es ist ja nicht meine, grundsätzlich nicht meine Kategorie, wo ich am meisten einkaufe, aber ja. Ja, und wie im letzten Video ankündigt, kommt jetzt last but not least auch mein Favorit unter den 50-Euro-Sets und das ist. Ich will gar nicht so viel sagen. Schaut euch mein letztes Video an, da erkläre ich noch mal ein bisschen was dazu. Darum mache ich es hier kurz. Für 49,99 der Donnerräuber von den Jago Legacy-Reihe Season 3. Ein sozusagen Retro-Produkt, war nur teilexklusiv erhältlich, ist jetzt auch schon ausverkauft. 5 Figuren, die nicht so stark sind wie bei Harry Potter. Alle etwas generischer, nur eine exklusive Figur, aber es ist ein Legacy-Set, es ist super spielbar. Wir haben hier so ein Auto-Transformer-mäßig. Es ist Legacy-Reihe auf Season 3 gemünzt, nur ein Jahr verfügbar gewesen, bei den meisten komplett unter den Radar geflogen und ich habe diese Sets teilweise was zu 20, 25% unter UVP bekommen. Mittlerweile kriegt man es noch, wenn man stöbert, mit 20% unter UVP. Teilweise habe ich diese Sets schon mit 50% Aufschlag verkauft. Und ich denke, das ist wirklich eine der Sets, wenn ich hier gucke, die am ehesten, also das ist meine persönliche Meinung, das ist keine Anlage- oder Kaufempfehlung, aber meine persönliche Meinung von diesen 4, das Set, das durchaus die Chance hat, am meisten prozentual und absolut sich am schnellsten zu entwickeln. Wie gesagt, jetzt schon geflippt für 75. Ich denke so, bei diesen Sets, also das ist mein Gewinner und ich denke, bei diesen Sets ist so der Sweet Spot um die 100 Euro. Ich denke, bei vielen muss man die schon länger lagern, also so mittelfristig, für mich mittelfristig, wie der Bankbegriff, also 3 bis 5 Jahre. Damit man so an die 100 Euro kommt, da muss man gucken, wie der Sweet Spot ist, ob es sich wirklich lohnt, das 4, 5 Jahre zu halten und dann 100 Euro oder ob es nicht mehr Sinn macht, es nur ein Jahr zu halten und 80 oder 85 Euro zu bekommen. Muss man mal schauen, aber das erste Video bis 50 Euro und im nächsten Video, da schaltet auch bitte wieder ein, da geht es um die End-of-Life-Set 2020 bis 100 Euro und da wird es natürlich dann für mich auch umso schwerer, welche auszuwählen, weil das natürlich die Preiskategorie ist, die ist für mich am interessantesten. Wir haben Sets, die bis zu 100 Euro wert sind, die prozentual und absolut natürlich am idealsten steigen, weil da sind wir so in so einem Bereich, den gibt man noch gerne aus. Ja, also bei vielen Sets dann so ab 200, 300 Euro. Wenn man da zwar prozentualen Anstieg hat, man absolut wesentlich mehr, aber dann hat man natürlich auch das Problem, dass man erstmal einer um die Ecke kommen muss und 400, 500 Euro für ein Set ausgeben muss. Ja, also nächstes Video, der interessanteste Bereich, aber auch hier im 50-Euro-Bereich hoffe ich euch einiges an Inspiration gegeben zu haben. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, wäre auch sehr, sehr fein. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr eins dieser 4 Sets habt, was ihr zu diesen 4 Sets denkt. Oder ob ihr einen ganz anderen Favoriten habt. Euer Markus, bis zum nächsten Video. Ciao.